Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Unser Urlaub rückt immer näher. Es sind jetzt noch 1,5 Wochen, dann geht's los. Nächste Woche fange ich an mit Packen. Und ich wollte euch in diesem Video ein bisschen zeigen, was ich mitnehme, um die Kinder auf dem Flug und dann natürlich auch auf Teneriffa zu beschäftigen. Ich habe das alles hier so vor mir liegen. Zwei Teile fehlen. Die müssten eigentlich heute mit Amazon ankommen. Ich habe nämlich zufällig am Montagabend ein Video von Mami Blog gesehen und da hat sie auch so ein paar Sachen noch vorgestellt und da waren noch zwei Dinge dabei, die ich noch unbedingt schnell über Amazon Prime ordern musste und die kommen, glaube ich, hoffentlich heute an und dann filme ich das noch mit ab und schnibbel das hier hinten noch mit dran. Legen wir mal los. Wer meinem Buchkanal folgt, der kennt das Folgende schon, dort habe ich das nämlich schon empfohlen und zwar sind das vom Asborn Verlag die Wisch- und Wegbücher. Da habe ich jetzt 4 verschiedene, ich will halt auch ein bisschen gucken, ne? Dass auf dem Hinflug was anderes gibt als auf dem Rückflug, dass es dann vor Ort nochmal was anderes gibt. Wir haben ja auch noch 2 Stunden Autofahrt zum Flughafen, dass da halt so ein bisschen Abwechslung herrscht. Und da habe ich von den Wisch- und Wegbüchern einmal im Garten. Erstes Zeichnen, lustige Labyrinthe und im Urlaub. Die sind natürlich vorrangig für Vince gedacht, aber auch Svea kann damit mal was machen. Da ist immer so ein Stift dabei, den man dann mit so einem nassen Tuch einfach wieder wegwischen kann. Und hier hat man jetzt zum Beispiel zum Zeichnen Labyrinthe, wo man den Weg rausfinden muss, von Punkt zu Punkt zeichnen, Unterschiede finden und kleine Rätsel. Wir haben es mit Vince schon mal so ein bisschen ausprobiert. Es ist echt richtig toll. Ich finde es auch super toll gemacht von der Aufmachung. Echt richtig, richtig cool. Und wie gesagt, das kann man nachher alles wieder wegwischen und halt wiederverwenden. Also jetzt unabhängig auch vom Urlaub finde ich solche Geschichten viel, viel schöner als irgendwelche Kinderzeitschriften, Rätselheftchen, die man kauft, die halt nur einmal benutzt werden können und dann wieder weggeschmissen werden. Also richtig, richtig cool. Genau, das sind einmal die Wisch- und Wegbücher. Ich verlinke euch oder versuche euch alles, was ich euch hier zeige, unten in der Infobox zu verlinken. Dann etwas, was wir auch zugeschickt bekommen haben. Von Europa. Wir haben ja, kennt ihr ja noch aus unserem letzten Urlaub, fürs Auto DVD-Player. Und die kommen natürlich im Einsatz, wenn wir zum Flughafen fahren müssen. Aber die kann man halt auch abmachen. Das sind dann quasi tragbare DVD-Player und kommen dann auch mit in den Flieger. Und da haben wir 2 neue DVDs. Und zum einen ist das Bob, der Baumeister, also der neue Bob. Und da sind jetzt 4 Folgen drauf, genau. Und Super Wings. Die werden bei uns ja geliebt. Super Wings von beiden Kindern. Also Svea singt das Lied von Jet auch schon mit. Und hier sind 5 Folgen drauf. Genau. Also da habe ich nochmal an DVDs Nachschub bekommen. Und ganz viele neue CDs, die im Auto, wie gesagt, auf der Fahrt zum Flughafen auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Und die wollte ich euch gerne zeigen. Zum einen sind natürlich wieder die Superwings dabei. Dann auch hier nochmal Bob der Baumeister. Nochmal Superwings. Das ist jetzt ein lavaspuckender Vulkan. Ganz neu und das kannten wir vorher wirklich noch gar nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Genau hier. Ist die Fuchsbande, Fall 1 und 2 und Fall 3 und 4. Also kannten wir wirklich noch gar nicht, haben wir auch noch nicht gehört. Ist für kleine Rätselfreunde ab 3 Jahren geeignet. Und sowas finde ich auch immer ganz nett. Hier ist so, also an Jet oder an Superwings finde ich halt wirklich cool, dass mal auch so ein paar Länderinformationen immer mit jeder Folge rausgegeben werden. Und Vince merkt sich da auch schon einiges von. Und das finde ich, glaube ich, auch spannend, als Erwachsener im Auto mitzuhören. Dann haben wir noch vom Sandmännchen, was ich super, super schön finde, weil wir ja im Urlaub dann kein Fernsehen gucken werden, keinen Sandmann gucken werden. Und dann finde ich das ganz schön. Das ist jetzt von Meerjungfrauen und Piraten, Geschichten und Lieder über fantastische Wesen. Das ist, glaube ich, unsere 3. Sandmännchen-CD schon. Dann habe ich noch was Mädchenhaftes. Und zwar Einhornparadies, der Zauberwunsch. Ein zauberhaftes Hörspiel mit magischer Musik. Voll schön. Ich bringe dir Glück, verspricht Rosi. Ich bin deine beste Freundin, flüstert Vanilla. Und magische Sternfunken tanzen um die 2 kleinen Einhörner. Blue seufzt, er will endlich auch zaubern können.
Wie soll er sich zusammen mit seinen beiden Schwestern um das Einhornparadies kümmern, wenn er die Magie in sich noch nicht gefunden hat? Auf der Suche nach seiner Bestimmung stellt sich Blue einem waghalsigen Abenteuer und fliegt zum Drachenfels, der Insel, auf die sich noch nie zuvor ein Einhorn gewagt hat. Wird dort sein sehnlichster Wunsch in Erfüllung gehen? Voll schön. Und dann noch Saphiras. Kenne ich bisher ehrlich gesagt nur aus der Werbung. Draki und der Elementedelstein. Prinzessin Tara und Draki. Das sind so kleine Drachen. Und es geht, wie gesagt, um Edelstein. Hier sind 2 Folgen drauf. Genau. Ich bin noch am Überlegen, ob ich irgendwas zum CD-Hören mit in den Urlaub nehmen soll. Vielleicht packe ich auch einfach vorsorglich 2 CDs ein, falls es in unserem Ferienhaus irgendwas gibt zum CD-Abspielen, wovon ich eigentlich ausgehe. Deswegen werde ich da einfach 2 mit in den Koffer packen. So viel Platz nehmen die ja zum Glück nicht weg. Genau, und jetzt habe ich noch ganz viel Kram für den Flieger. Ich gucke mal, genau, ich werde das mal nach Kindern sortieren. Ich zeige euch erstmal noch, was ich jetzt für Vince speziell noch für den Flieger gekauft habe. Ich bin darauf gestoßen, als ich seinen Adventskalender letztes Jahr gemacht habe. Und zwar liebt er ja Hot Wheel Autos. Und da gibt es so kleine Wundertütchen, nenne ich die einfach mal. Also da sind Sticker dabei oder ist ein Sticker dabei und halt ein jeweiliges neues Auto. Und da bekommt er halt einen auf dem Hinflug und einen auf dem Rückflug. Dann habe ich für Vince noch... Das ist jetzt ein bisschen größer. Ist mir jetzt für den Flieger jetzt nicht so lieb, aber es ist okay. Und zwar ist das das große Lernspielbuch. Zauberleicht lernen, Buchstaben und Zahlen, Farben und Formen. Das ist wirklich richtig, richtig schön gemacht. Das hat auch ganz viele Klappen und ist wirklich sehr, 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 sehr vielseitig. Also es geht um die Uhrzeit, es geht um Farben, es geht um Buchstaben, es geht um Tiere, es geht um Formen und Muster. Es geht hier nochmal um Zahlen, um Gegenteile, sauber und schmutzig und richtig schön gemacht. Und durch all dies begleitet halt der kleine Zauberer. Und naja, wenn wir den Tatsachen mal ins Auge gucken, geht Vince theoretisch nächstes Jahr in die Schule. Theoretisch, weil es ja bei ihm noch so eine Kann-Sache ist, weil er ja am 29. Juni Geburtstag hat und da ganz knapp an diesem Datum quasi liegt, wo entschieden wird, welches Jahr er in die Schule kommt. Und ich dachte, das ist eine ganz gute Beschäftigung, mit einem Erwachsenen zusammen dann dieses Buch zu bespielen. Genau. Und für Svea habe ich Folgendes. Ich hätte sowieso neue Bücher hier kaufen müssen, weil ich habe jetzt letztens mal ihre Bücher durchgeguckt und die waren alle sehr kaputt. Ich habe schon mal erzählt, Svea guckt ein Buch halt, also sie bricht ein Buch prinzipiell hier am Buchrücken. Und deswegen habe ich 2 neue Bücher für sie gekauft. Das hier ist Wo ist mein Kuscheltier? Und das haben wir auch noch nicht. Das ist so ein Zieh- und Schaubuch oder ich weiß nicht, wie man, ne? Also hier hat man immer so Laschen, die kann man rausziehen und dann wird was gezeigt. So. Und das, sowas hat sie halt auch wirklich noch nie gehabt. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte für sie, weil um Svea, muss ich mir ehrlich sagen, mache ich mir mehr Gedanken, was den Flieger anbelangt. Bei Vince mache ich mir eher weniger Gedanken. Also der sitzt halt auch mal eine Stunde da und lässt sich von mir was vorlesen und der wird auch einfach mal eine halbe Stunde aus dem Fenster gucken. Svea ist da halt echt schon mal noch eine schwierigere Nummer. Deswegen nehme ich für sie auch eigentlich den meisten Kram mit in den Flieger. Dann habe ich hier ein Puzzlebuch. Das ist ab 2 Jahren. Sind wir ja fast. Und da habt ihr halt wirklich nur wenige Teile. Das macht man dann halt alles hier so raus. Und hat dann hier nur so wenige Teile und setzt dann den Frosch wieder zusammen. Und sie puzzelt sehr, sehr gerne. Da haben wir einen Frosch und eine kleine Gagag und einen Marienkäfer, einen kleinen Esel, ein Ia und einen Hahn. Genau, das habe ich noch für sie. Dann, das hier gab es zu Nikolaus letztes Jahr. Und zwar ist das von Minnie Maus in der Schleifenboutique. Und Svea liebt Bücher mit Klappen. Und das sind hier so schöne große Klappen. Das ist aktuell eines ihrer Lieblingsbücher. Genau, das kommt noch mit. Und dann habe ich besorgt, wir hatten schon mal eine Zaubertafel. Vince hat schon mal eine geschenkt bekommen. Die lebt aber nicht mehr. Die ist kaputt gegangen. Und die wäre mir auch zu groß gewesen. Die war halt ungefähr so. Und deswegen habe ich so eine ganz kleine jetzt mir bei Amazon bestellt.
die wird wahrscheinlich nur den Urlaub überleben und dann ist die hin. Ist aber auch okay. Ich fand es halt sehr praktisch, weil die nicht so groß ist. Die hat auch noch ein paar Stempel dabei, das ist auch ganz gut. Bei unserer letzten war das ganz doof, weil da die Stempel einfach nicht gehalten haben und dann ständig da rausgeplumpst sind. Und da hat Svea halt so ein bisschen was zum Malen und zum Stempeln. Das fand ich noch ganz gut. Genau, zwei Sachen kommen heute, wie gesagt, noch an, auf die ich schon sehr, sehr, sehr gespannt bin. Mit beiden Sachen kann auch Svea spielen, zum Glück. Und dann hoffe ich, dass ich einigermaßen gut ausgerüstet bin, die Kinder auf dem fünfstündigen Flug zu beschäftigen. Ich hoffe ja, dass Svea zwischendurch auch mal so eine halbe Stunde wenigstens schläft. Aber wir werden sehen, wie es läuft. Ich kann es noch echt null einschätzen. Wir waren noch nie mit den Kindern so lange unterwegs, ohne halt eine Pause machen zu können im Sinne von, wir steigen aus, wir laufen eine Runde, wir gehen auf einen Spielplatz. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, bin auch darauf eingestellt, dass das wahrscheinlich sehr anstrengend werden könnte. Aber ich glaube, mit den Spielsachen, die ich jetzt hier habe, könnten wir das einigermaßen gut um die Runden bringen. Wie gesagt, ich blende euch jetzt nochmal die zwei neuen Sachen ein, die ich noch ganz spontan und geplant bestellt habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist vielleicht so ein bisschen interessant für all diejenigen, die auch nach Möglichkeiten suchen, ihre Kinder im Flugzeug oder auch im Urlaub zu beschäftigen. Ich versuche euch, soweit es geht, alles unten in der Infobox zu verlinken. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss! So, und das beides kam nun heute noch an. Ich zeige euch mal das. Ich kannte das vorher echt noch gar nicht. Und zwar sind das Sticker-Pixie-Bücher. In dem Set waren, glaube ich, 8 Stück drin, also auch jede Menge. Und die Sticker, die hier drin sind, die kann man immer wieder abziehen. Die sind so gemacht, dass man die innerhalb des Buches halt immer wieder hin und her kleben kann. Und auch wenn die mal irgendwo am Flugzeug, an der Fensterscheibe oder irgendwas geklebt werden, kriegt man das super easy wieder ab. Finde ich also eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich habe mich jetzt für diesen Mix hier entschieden. Waldrand und Wiese, Fluss und See, am Strand, im Zoo, auf dem Bahnhof, Fahrzeuge, bei der Polizei und zu Hause. Also das ist, glaube ich, auch was für beide Kinder. Und das hier fand ich auch richtig cool. Das ist Water Wow. Dieser Stift hier, damit wird mit Wasser gefüllt. Und hier sieht man schon, was dann passiert. Wenn man nämlich mit dem Stift über die Bilder geht, werden die Farben sichtbar. Und ich habe mich auch hier für Fahrzeuge entschieden. Genau, da werden einfach dann die Farben sichtbar, wenn man hier drüber geht. Und wenn das wieder trocknet, sieht das wieder so aus wie vor und kann wiederverwendet werden. Das ist mir gerade aktuell ganz, ganz wichtig. Und ist vorrangig natürlich für Vince gedacht, aber das kann auch Svea super, super gut mit nutzen. Das ist auch nicht so groß, das ist schön stabil. Das gibt es auch in verschiedensten Ausführungen. Und das hatte mir aber ganz gut gefallen. Genau, auch das verlinke ich euch unten mit in der Infobox, ihr Lieben.